So, meine Freunde, willkommen zurück zur Pick'em Challenge. Semifinals sind angesagt. Und wir haben es mal wieder nicht geschafft, oder ich habe es mal wieder nicht geschafft, einen ganzen Tag richtig zu predicken. Ah, ist aber auch räudig, Alter. Ist aber auch räudig. So, erstes Game war ja natürlich klar. Richtig obvious, meiner Meinung nach. Hätte gar kein anderes Ergebnis kommen können als das 2-0. Das hier. Pff. Ich weiß nicht, was mit Fnatic los ist. Die haben ja auch schon vor dem, ich glaube Crimson JW waren das. Ich weiß nicht, ob noch mehr Leute getweetet haben, aber die waren ja schon vor dem Match irgendwie übelst down und haben so getweetet, ja, wir werden heute 2-0 verlieren. Da habe ich aber erst gedacht, es wäre ein April-Scherz, weil es halt 1. April war, aber. Ja. Das wäre ein ziemlich schlechter April-Scherz, wenn man dafür 1 Million Dollar sausen lässt. Für so einen Scheiß-Scherz, Alter. Und die sahen auch irgendwie auch so Olive-Meister oder so. Kurz vor dem Game, als die Cam auf denen war, ey, die sahen so aus, als ob die wirklich gar keinen Bock hätten zu spielen. Also ich weiß nicht, was da los war. Aber es hat mich übelst gefreut, weil Astralis ist ja mein Lieblingsteam. Aber was mich nicht gefreut hat, ist, ich gehe und ich bin immer auf Astralis gegangen. Jedes Major. Immer. Egal gegen wen. Einfach nur, weil es da mein Lieblingsteam ist. Und ich hab. Und auch auf CSGO oder so. Ich gehe immer auf Astralis. Und das eine Mal. Das eine Mal, wo ich nicht auf Astralis gehe. Gewinnen sie natürlich gegen Fnatic. Ist komisch, aber. Ja, was soll man da machen? Ist halt eigentlich ziemlich räudig, aber na gut. Aber ich freue mich für Astralis. So. Auf jeden Fall. Ja, dann Team Liquid gegen CLG. Alter, Liquid haben ja am Anfang richtig scheiße gespielt. Aber dann kam das, was ich erhofft habe, dass alle anderen scheiße spielen außer JDM. Das war dann auch der Vorteil für CLG, deswegen Team Liquid easy, 2-0. Und Luminosity und Vivi spielen ja heute erst, aber das wird easy Luminosity. Da muss ich mal eben auf die Odds gucken bei Dingens. CSGO Launch 78% für LG. Da gehe ich, glaube ich, mit 100 Euro drauf. Oder mit 90. Dann kann man da wieder easy 20 Euro Gewinn machen. Geheimtipp von mir, Freunde, und natürlich für heute die Predictions. Das ist mir wirklich schwer gefallen. Also, ich wollte erst auf Astralis gehen. Aber ich habe von Anfang an schon gedacht, dass Navi das Ding hier holen werden. Auch wenn sie gegen LG spielen, da werde ich, denke ich mal, auch auf Navi gehen. Ich habe so das Gefühl, Navi holen das Ding, die sind wirklich hyped. Das ist mir wirklich schwer gefallen, ja, aber ich denke mir auch so, wenn ich jetzt auf Astralis gehe, die werden mich wieder enttäuschen, weil sie es jedes Mal wieder aufs Neue hinkriegen. Diese Bastarde, Alter. Deswegen mein Pick hier, Navi. Und das hier kann ich nicht nochmal im neuen Video hochladen. Aber hier sagt es jetzt schon. Hier kommt Luminosity hin. Und hier werde ich auch Luminosity picken. Und die haben mittlerweile gerade nur 62% auf CSGO Launch. Das wäre ziemlich nice, wenn es bleiben würde. Da würde ich dann nämlich so hart 100 Euro, mit 100 Euro draufgehen. Das wäre so easy money. So ein paar Geheimtipps auf mir. Einfach 2 Mal auf Luminosity heute setzen, Leute. Und hier auf Navi. Aber das hier ist ein 50-50-Match. Aber ich gehe einfach nicht auf Astralis, weil sie mich enttäuschen werden. Und ja, weil Navi das Ding hier holen werden, wie schon gesagt. Und 49 Punkte, Silbercoin haben wir sowieso sicher. Aber, meine Freunde, wir müssen jetzt alles richtig haben. Wir müssen alles richtig haben, um die Goldcoin zu bekommen. Das wird hart werden, meine Freunde. Das wird hart werden. Aber ich hoffe mal, wir haben jetzt wirklich mal alles richtig. Das wäre wirklich ein Traum, weil ich hätte die Goldcoin echt gerne. Aber ich sage auch nichts zu extra 100 Euro. In Skins, da sage ich auch nichts zu. Aber die Goldcoin würde ich echt gerne haben. Also, meine Freunde. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß beim Major und wir sehen uns beim nächsten Mal morgen beim Finale. Haut rein. Bis dann und ciao.